Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge? Zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal. Und wir schauen uns heute die besten Clips der Woche an. Twitch Clips Germany Uncut Folge 77. Und wer das ist, kann ich gerade leider nicht lesen, weil das Ding da drüber steht. Okay, wir werden es gleich sehen. Let's go. Willkommen bei Twitch Clips Germany. Schreit mich aber auch gleich an die Frau, ne? Nee, da muss ich ja mal intervenieren. Aber nee. Wehe, du machst mich da rein. Aber beziehungsweise wehe, du sendest mich ein. TR Spielzimmer. So. Guckt sich das nämlich als an. Ihr könnt was Kleines gewinnen. Mhm. Das befindet sich in dieser Box. Der Gewinn wird nach dem Sabaton vergeben, weil... Den Sabaton. Sabaton wäre auch was. Also ein Sabaton würde ich auch machen, wenn ich nicht arbeiten müsste. Und kein Leben hätte. Dann wäre das eine tolle Idee. Ich dann den Code raussuchen muss und... dann euch das geben muss. Oh ja, Rotor. Haha, lol. Lol. Nee, Cyberpunk ist nicht lol. CD Projekt Red at its best. Das soll so sein. It's a feature. Genau, hilf mal. So. Verstehen sie seine Dinger auch nicht. Was ist das? Dark Souls? Ich habe hier ein Ding drüber. Drei. Brauche ich das eigentlich? Macht das irgendwas? Nö. Oh, hey. Ich kann nicht glauben. GG. So ging es mir auch nach jedem Boss. Drei Tage, ich hab's geschafft! Was, drei Tage? Hier ist eng, hier können die nicht gut schlagen. Vielleicht kann ich die hier bekämpfen. Weil die mich hier nicht schlagen können. Doch. Die Nachbarn tun mir auch leid, ja. Oder sie hat gar keine. Das kann auch sein. Willen? Ich glaube schon. Kann er mich überhaupt essen? Ja. Ja, mich auch. Ja. What? Lol, was ist denn jetzt passiert? Guck mal. Lol, guck mal, mein Charakter. Das ist jetzt Supreme Lara. Was ist das? Einfach mal Lara aus Beinen. Alter, was ist denn hier passiert, Alter? Lara ist transformiert. Ich fühle mich auch immer so männlich. Weil wie viele Pistolen die an sich mitgenommen und ja, gut, dass ich ein Kätzchen bin und Reflexe hab wie ein Kätzchen, ne? Hast du davon. Seid bereit für die Zeit eures Lebens. Seid bereit für den teuflischsten Pakt. Ich plane seit Jahren, trotz aller Gefahren, Gewissen verbissen, ganz ohne Gewissen. Als König geboren, zum Herrscher erkoren, ergräbt sich in all meiner Fragen. Sag mal, macht mal Louis hauptberuflich Theater oder so? Das ist schon erschreckend gut. Fletsch die Zähne, bald ist es soweit.
bereit, seid bereit. Fletsch die Zähne, wann ist es soweit? Seid bereit. Nicht schlecht. Lass Schere, Stein, Papier machen, wer jetzt also reingeht, bitte. Okay, 3, 2, 1. 1, Schere. Ach so! Wie sollen wir das denn spielen? Ach so, wie die Kamera, ja. Meinst du? Ich will nicht! Aber Bumblebees Ruhepuls ist aber auch schon anders wild, ne? Naja, schon fast wie bei Kajinga. Ja, Digga. Oh mein Gott, ist das dumm. Ja, komm, scheiß drauf, geh mir rein. Ja, komm, jetzt scheiß drauf. Oh, ey. Ich kann das, ich kann das. Noch weiter. Du bist noch nicht oben. Du bist noch immer nicht oben. Okay, jetzt vielleicht schon. Oben. Das sieht auch nach einem Spiel für mich aus. Ich erinnere nur an I am Bread. Ich bin Brot. Das war auch ein tolles Spiel. Der ist. Jetzt ist er auf. Einer war gut und einer Spot. Jo. 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 Oh mein Gott, bin ich eine geile Sau! Jetzt muss ich nur noch. Die Bombe rechtzeitig finden. Ne, braucht er reicht. Reicht, jetzt darf ich nicht mehr absetzen. Oh das mein Gott! Das reicht nicht. Hui, das war sehr knapp. Oh. Wer kippt jetzt nochmal? Jo, Chris. Das war richtiges Dreschen gerade. Da bin ich schon nicht dran gekommen. Nein! Was ist das denn? Was soll dazu? Hallo, Hilfe! Hallo, Hilfe! Sie ist ein Vampir. Wie weit können wir damit reisen? Wo können wir lang? Hübsche Lady. Hallo, lassen Sie mich rein. Kennen Sie Captain Baru? Bin Fan und will Autogramm. Stiftchen! Stiftchen! Was Gemeines. Stiftchen! Dein Text-to-Speech hat uns verraten! Nee, Stiftchen! Fährst du Phantom? Phantom. Mhm. Kenn ich noch gar nicht. Arnold Warzenlecker. Herzlich willkommen zum ersten Mal bei mir im Chat. Schöner Name. Können wir den jetzt schon zum VIP machen? Einfach für den Namen. Arnold Warzenlecker, Digga. Rebecca Schofield ist. Moment, das ist. Ja.
Voll der geile Rave hier, Alter. Chat, Alter. Geiler Rave. Yeah. Yeah. Voll der geile Rave hier, ey. Chat? Das Boot more macht passion, auch gerade einen Rave. More passion. More energy. More energy. More footwork. More footwork. Was ist denn mit diesen Spielen heutzutage los, ey? Das ist ja Wahnsinn. Italien, Standard. Kleidung ausblenden. Ah! Ich dachte nicht, dass sie ganz nackt ist. Dabei habe ich das schon mal auf TikTok gesehen. Konzentrier dich. Geht weiter. Ja. Knox in box, Fox in socks. Knox on Fox in socks in box. Socks on Knox in Knox in box. Fox in socks on box on Knox. Chicks with bricks, come chicks with blocks. Come chicks with bricks and blocks and clocks. Come, let's do tricks with bricks and blocks, sir. Let's do tricks with chicks and blocks, sir. Ich hab keine Ahnung. Das war einstudiert. Eindeutig einstudiert. Worum? Marvelous Honey haben wir hier noch. Mhm. Guck mal, Rapsabfüllung ist geil. Ist von einem geilen, wie sagt man, Honigbauern? Imker, Digga. Honigbauer. Honigbauer. Ja. Wer kennt sie nicht, die Honigbauern? Oh Gott, fuck my life, nein. Oh mein Gott, Leute. Top. Nein, nein, nein. Bitte stirb nur schnell, bitte stirb nur schnell. Bitte stirb. Gestorben am Gift, aber das zählt wahrscheinlich nicht. Vielleicht ja doch. Oh mein Gott. Nein, ich hab's bekommen. Es hat oh mein Gott. Ich hab den Loot bekommen, es hat gezählt. Nice. Ich hab Loot bekommen und die Seelen. Gemein. Die kriegt sich ja gar nicht mehr ein. Ich hab nach links geguckt. Ich bin so dumm. Das macht man ja auch nicht. Ist das nicht der, der mal gefurzt hat? Okay, das war funny, not gonna lie. Okay, das war funny, ja. I accept it. Alle Leute. Verstehe ich nicht. Scheiße, mein Bauch. Ey, das muss einer klippen, bitte. Ja. Warum ist denn das so laut hier? Was ist denn das? Die machen immer noch ihre Kopfhörer kaputt. Kopf, beziehungsweise Raz macht das. Und dann haben wir gleich in einer Viertelstunde maximal, wahrscheinlich eher so in 10 Minuten, Premium-Essen. Also ich koche heute. Oh, oh mein Gott! Warum? Oh. Aber besser als die Puppe. Besser als Elsbeth. Ja, schlimm wird's erst, wenn er die Maske abnimmt.
gedrückt, nicht auf W. Ach scheiße, ich wollte die Granate gerade reinwerfen. Gott gütiger! Alter, wie verpackt der eben auf dem... auf dem Tisch war. Alter, was tut der? Was tut er? Wild. Nee, jetzt? Ja. Ach du Scheiße, wirklich? Nee, das jetzt ist unpraktisch. Hilfe! Hä? Hat doch keine Lust. Hm? Ich habe ihn mit meiner bloßen Anwesenheit besiegt. Oder so. Und er hat mir seinen Loot hinterlassen, aber ich komme jetzt hier weiter. No way. Nicht wirklich. Hallo? Boah, ich bin schon noch. Da war der weg. Er poliert seinen Apfel. Oh, Kacke. Das was hat mir doch schon. Wo? Oh. Oh. Das war sehr genau. Oh, jetzt habe ich auf die Subs geguckt. Ey, Leute. Nee, man guckt nicht auf die Subs. Das ist der Vorteil, wenn man keine Subs hat. Wenn keiner subbt, wird man auch nicht abgelenkt. Ey, ich komme nicht raus. Na. Ja, geil. Was ist das denn für ein Spiel? Das kommt mir voll bekannt vor. Na super. Genau so stelle ich es mir vor. Will irgendwer von euch vielleicht mal zurückfahren? Hä? Auch gut. Oh, dumm. Ich hab gerade aus den Alter 4 gedrückt. Wie kann man... Mir ist gerade ein Dildo auf meine Tastatur gefallen. Macht euch bereit, Chat. Was? Jo. Der cheatet. Das muss theoretisch free sein. Es kann keine Bombe sein, oder? Oh. Okay, wisst ihr, was geil ist? Das sind zwei und da sind zwei Bomben dran. Das heißt free, 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 ich wurde, free. Reingelegt. Soweit. Baby. So gut. Ja, ja, ja. Okay, so dann. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Okay, gecleared. 1, 2, 3, muss Bombe sein. 1, 2, free, free, free. Fast. Naja. Okay, ich möchte eine Anzeige erstatten an den Betreiber dieser Seite. Das muss ein Fehler sein. Jo.
Gut gezielt. Ich habe die Gegner noch nicht mal gesehen. Aber müsst ihr jetzt nicht versuchen, aus der Zone zu kommen, oder ist das, lohnt das nicht mehr, so zu weit, weit weg? Hier hängt bei mir ein riesiger Tropfen, aber den kriege ich schon. Warte, ich kann dir einen runterholen. Das ist ja sehr nett von dir. Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany, Twitch Clips ja, Germany, üben. Twitch Clips Germany. Wo ist das Problem? Twitch Clips Germany, Twitch... Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany. Ja, ist ganz einfach. Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany. Ist kein Zungenbrecher oder so. Twitch Clips Germany, Twitch Clips Germany. Weil der Beat. Dann würde ich die Sonne, weil die Sonne scheint auf das Blatt, weil dann macht es Photosynthese. Wenn es Photosynthese macht, kann sich der Bunny davon ernähren. Wenn der Bunny sich davon ernähren kann, kann sich der Fuchs von dem Bunny ernähren. Dann jagt der Jäger den Fuchs und der Fuchs wird getötet, damit der Jäger Futter hat oder irgendwie seinen Hut da bekommt. Und das Problem ist, der Fuchs hat aber einen Fuchsbandwurm und stirbt deswegen. Ja. Oder so. Ich wusste nicht, dass das so random kommt. Ja, es kommt ein random Jugendwort von diesem Jahr. Mit YOLO. Ich habe nicht alle reingenommen, weil es gibt ein paar, die finde ich wirklich furchtbar. Ich weiß nicht, wieso darf er so fucking Jugendwort nominiert wurde. Aber das habe ich rausgelassen. Darf er so? Oh, das habe ich doch nicht rausgelassen. Oh mein Gott, was für ein unglücklicher Zufall. Nee, irgendwas anderes habe ich rausgenommen. Ja, nun. YOLO. Oh Mann. Vergesst, was ich vorher gesagt habe. Okay. Was hat sie gesagt? Ja, die Tür. Warum schreit sie denn so? Ich habe auf der Polaris Plakate gesnackt. Mhm. So. Gesnackt. Drei Stück. Gesneakt. Gab's für 40 Euro. Also ein Plakat. Nicht gesnackt. Gesneakt heißt. Nein, nein, er hat die gegessen. Nom, 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 nom. Ich habe da mal Plakate ein bisschen geschnackt. Ich mache jetzt die Plakat-Diät. Habe ich im Internet gelesen. Soll sehr gesund sein. So, wer zieht jetzt an meinen Beinen mich hier wieder raus? Ja, komm, du kannst sie rausziehen. Nee, ich komm schon. Geht das? Ja, ja. Ich stöße sich. Ich würde das Prost. Ja auch machen, Leute. Aber stoß dich. Das leider nicht. Du, den kann ich dir abnehmen. Nee, nee, der ist sehr schwer. Mhm. Guck mal, wenn Melli das schon so ein Problem hat, rauszukommen, wenn ich da reinkrabbel, dann ist vorbei. Dann kann ich sagen, ich warte, bis sie mich da rausschneiden. Hallöchen, Popöchen. Und hiermit fangen wir unser RP, unser Let's Play an. Mein Name ist Gronkh und ich nehme euch mit auf eine wunderbare Reise durch Himmelsrand. Yeah. Oh, wo sind wir denn hier? Warum hatte ich die Map nicht? So eine GTA-Map. Mann. Alt. Oh. In der Guinness World Record sind ja relativ strikt und die sind auch sehr streng, verständlich. Und sie haben eine Expertin haben sie geschickt, die das quasi bewertet. Und ja, Mods hatte ich ja jede Menge, aber die Map habe ich überhaupt nicht gefunden. Oder es gab es damals noch nicht, ist ja auch schon ein paar Tage her. Ausklüngelt, geht das hier mit rechten Dingen zu? Ist das, kann man das überhaupt werten? Und falls ja, wird der Rekord geknappt. Eine Expertin wurde geschickt. Eine der ersten Fragen. Eine der ersten Fragen, die die Expertin gestellt hatte an die Leitung der ganzen Veranstaltung oder an die Mitleitung der ganzen Veranstaltung war: Nun, wie viele Cosplays gibt es denn überhaupt? Wie viele Videospielcharaktere kann man denn cosplayen? Ja. Expertin. Ja, das ist eine Expertin. So. Eindeutig. Ja.
Nun, wie beantworten wir diese Frage? Das ist so, wie viel Cosplay? Die schweißt die ein oder sowas oder vakuumiert die oder so. Die müssen richtig stinken. Ah! Was macht sie? Was war das? Sky so. Die haben also Zeit verbracht, weil es komisch war, ja, um drüber zu reden, wie komisch es eigentlich ist. Ja, und dann hat man eine Connection und findet. Ja, aber das ist ganz cool. Dann hast du sozusagen den toten Hund im Raum angesprochen. Ich weiß nicht, ob das Sprichwort so ging. Ich glaube nicht. Aber irgendwas. Ich hab so eine Art. Dann hast du. Wie ging das? Das Pferd im Raum? Den Elefant. Wenn es wirklich Elefant ist, dann entschuldige ich mich nicht. Dann entschuldige ich mich. Was ist denn los? Ich finde den toten Hund im Raum besser. Okay, wir hoffen, dass der Hund im Raum nicht tot ist. Okay. Ach so, oh danke, nee, ich wollte es nur hinstellen. War hier wofür kein... ist die Petersilie? Die war... Die kommt mit drauf, oder? Was steht denn im Buch? Wo ist die Petersilie im Einsatz? Steht die da steht drin? Toast, Pult, Kräuterseitlinge, Gewürzgurken, Salat, Toast. Und die Petersilie war eigentlich nur fürs Salatdressing, da ein bisschen ranzumachen. Na, dann machen wir aber ein bisschen Petersilie mit drauf, dass es schön aussieht. Und du machst einfach noch mehr da rein. Was würden Sie sagen, wenn ich auf diese Handvoll Dreck noch die Puppe draufgebe für 60 Pfennige? Was kann die Puppe? Sitzen, liegen, bewegt werden. Oh, das kann ich auch alles. Und wenn... Ich bin 60 Pfennig wert. Ja. Pen and Paper muss schon Spaß machen, oder? Oder? Das Bowser-Roulette. Oh, gleich kriegst du die 10.000 Münzen. Was heißt das? Ich krieg jetzt wirklich viele Münzen? Da haut er ab! Da haut er einfach ab! Verarscht. Gemein. Ich hab keine 10.000 Münzen bekommen. Natürlich nicht, das ist Bowser! Gibt Aro ihre Kratzen durch. Nein! Ich bin halt wie ein Blinddarm. Ich bin nicht essentiell notwendig, aber es ist schön, wenn es mich gibt. Alter, dieser Vergleich! Und... Woo! Ah! Ha! Was passiert dann? Nee, da wisst ihr auch jetzt wirklich nichts zu sagen. Oh, das kann ich auch wirklich nicht mehr. Panda! Oh. Das ist ein Panda. Oh, ist der süß. Ich will ihn haben. Warum kann ich da? Tschüss, Panda. Man hat Nelken früher bei geliebten Menschen ins Bett gelegt, als Schutz. Durch die ätherischen Öle sollte man vor Krankheiten und so weiter geschützt werden. Oha! Und wie kam man dann auf die Pissnelke? War da ein Bettnässer unterwegs? Oder? Also, ich frage, also, das muss ja auch irgendwie einen Grund haben, ne? Mhm. Verschwunden. Hallo! Ich war so konzentriert. Was ist denn los hier? Ruhe! Hat geklappt. Was soll ich sagen? Wir sind so Charmeure. Charmeure. In Ordnung? Ist plötzlich so still.
Naja, das liegt wahrscheinlich dran, dass gerade so ein fettes Vieh an deinen Brücken war. Was zum Teufel war das denn, Alter? Okay, ich hatte ein wenig Angst, hatte ich gerade schon. Ein wenig. Alter. Guck mal hier. Junge, ich fahre am ersten Gang noch nicht vorbei. Was ist denn los? Wo fährst du? Jo. Muss ich auch noch spielen. Alter, der geht ja richtig ab mit dem kleinen Ding. Digga, Mann! Ich kack mich ein, Alter! Monk, lass es. Was? So, geh in der... Geh vom Schlafzeug, Alter. Einer? Ja. Aua! Ein sehr gutes Bild. Ein sehr gutes Bild. Schönes Foto. Ja. Ich glaube, es erklärt dieses Spiel auch sehr genau. FFK ja. Ist hier eingestellt. Das ist man, ne? What the hell? Niemals werde ich dich gehen lassen. Jo. Nein, ich hab das Falsche geschlossen. Stopp. Passiert. Pause. Kann er so da klippen, bitte? Ich habe gerade deine Anzeige gelesen, dass du eine Therapeutin bist. Hier eine Therapeutin? Ja, hättest du irgendwie so eine halbe Stunde mal Zeit, weil mir liegt so viel auf die Schultern. Ich muss da unbedingt mal mit irgendjemandem drüber reden. Ich würde mich später melden, weil ich muss jemanden umbringen. Okay. Ich speichere deine Nummer ein, ja? Alles klar. Okay. Ja, danke. Ciao. Bis dann. Wenigstens ehrlich. Am Ende war er doch ein bisschen unsicher. Was ist denn das für ein Knopf? Ach du Heilige! Entschuldige! Ich wusste jetzt nicht, dass das hier elektronisch geht rein. Das tut mir leid. Ich kenne mich doch mit diesem Auto nie aus. Warum nicht? Hey, lass die Finger da weg! Ja, ich behalte es bei mir, tut mir leid. Du schuldest mir eine neue Motorhaube, du Idiot! Kosten die? $20,000! Nee, du lügst. Nee, ich glaube, bei dem Fahrzeug ist es teurer. Aus, als wird sie gestreichelt werden. Ah, Katzi. Hallo! Ja, hi! Na, hallo! Hi! Oh. Jetzt Angriff. Attacke. Attacke. Ja, hi! Oh mein Gott. Bist du schwanger? Oh Gott. Nein, nein, nein. Tu dich. Komm wieder zurück. Komm zurück. Katze. Oh Gott. Hey. Komm mal hier rüber. Komm. Oh Gott. So oh Gott. Oh nicht. Gott. Oh Gott. Chat, die fällt da gleich runter. Katzen sind Katze, Profis. Kannst du hierher kommen? Ja. Ich aber hier. Ja. Hi. Hi. Nein, nicht den Po herstrecken. So ein Rohr kann dick sein und mag beeindruckend aussehen. Mhm. Was es leistet, zeigt sich dann erst bei der praktischen Applikation. Mhm. Da habt ihr das gehört. Ja. Nein, so schlimm ist es gar nicht. So schlimm ist es gar nicht. Ich übertreibe gerade ein bisschen. Holige Scheiße. Holige Scheiße. Ich war auf dem 3DS 2013. Überlegt mal, es ist auch schon 3 Jahre her. Gefühlt, ja. Gefühlt ist das 3 Jahre her. Ja. Alter, Wanne. Also ich bekomme manchmal immer irgendwas mit Bananen und ich kann mir nicht erklären, warum. Warum geben mir alle so viele Füchse? Weißt du, ich verstehe das auch nicht. Warum kriege ich ständig so viele Sachen mit Füchsen? Ich
verstehe das auch nicht. Überhaupt keine Ahnung, wieso ich ständig Sachen mit Füchsen bekomme. Ich weiß nicht warum. Weil Füchse süß sind. Keine Ahnung. Das war auch letztens, weil ich habe meine Mütze gesucht. Ich habe die Mütze immer im Schrank und ich habe sie jetzt einmal nicht in Schrank. Ach, meine Fresse! Echt ist mir sowas nie zu, das bin ich immer schuld. Du bist doch immer schuld. Recht. Mein Herz. Wenn die so Herzchen über dem Kopf haben, dann haben die Bock, uns zu bumsen. Wenn das im echten Leben mal so einfach wäre. Wenn es im echten Leben so einfach wäre, ich glaube, das wäre dann ein bisschen fragwürdig. Es war, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn im echten Leben plötzlich läufst du so durch so ein Einkaufszentrum und dann ploppen plötzlich ganz viele Herzchen auf und du denkst dir so, ich geh mal wieder raus. Oder wenn jemand mit seinem Partner unterwegs ist und der Partner schaut dann halt jemanden an und bei der Person ploppt plötzlich dieses Herzchen auf, dann denkst du auch nur so, the fuck? Puh, ich dachte, jetzt kommt nochmal ASMR. Ja, das hast du davon. Oh Gott, das wollte ich nicht mit reinnehmen. Das Paper heißt Finding a Horse's Hoe. Horse's Hoe? Mhm. Ich glaube, es soll nicht Horse's Hoe sein. Was ist dieses Wort? On the beach in Rio. Horseshoe! Wie dieser Ort mich ignoriert. Normalerweise fliegen die auf eins zu. Dafür flog er auf dich zu. Besseres vorstellen, als mir gleich noch Spinnbilder anzugucken, gerne. Gute Nacht! Oh, ich bin noch da. Gute Nacht! Gut, das war's für diese Reaction. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.